Hallo, grüß euch. Heute behandle ich eine Frage, die sehr oft an mich gestellt wird, nämlich ob es unbedingt notwendig ist, bei einer Heilfastenkur eine Darmentleerung bzw. Einläufe durchzuführen. Meine Antwort wird jetzt viele freuen, es ist nämlich kein eindeutiges Ja. Dennoch muss man wissen, wird in der europäischen Heilfastentradition eine Fastenkur immer von Maßnahmen der Darmentleerung, Darmreinigung begleitet. Der Grund ist einfach: Wenn man aufhört zu essen, ist es bei den meisten Menschen so, dass auch der Stuhlgang stoppt. Der Darm arbeitet nicht mehr in der gewohnten Weise. Und das bedeutet wiederum, dass alles, was man bis zu dem Zeitpunkt Fastenkur gegessen hat, einfach im Dickdarm liegen bleibt. Also der Dünndarm arbeitet noch weiter, transportiert den Nahrungsbrei, den Flüssigen, in den Dickdarm. Dort wird er eingedickt und bleibt liegen, wenn nichts mehr nachkommt. Wenn das dann tagelang oder eine Woche im Darm liegen bleibt, fühlt sich das nicht besonders gut an. Das kann auch zu Blähungen führen. Hingegen fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn der Darm leer ist, und die Menschen berichten auch, dass sie dann weniger Hunger haben und das Fasten einfach leichter fällt. Es können durch die Maßnahmen der Darmentleerung auch alte, abgelagerte Kotreste, die sich wirklich in Schlingen und Schleifen des Darms nicht so leicht fortbewegen, herausgespült werden. Also das, wenn man das von Zeit zu Zeit macht, so Einläufe beispielsweise, ist eine sehr schonende Methode dafür. Da spült man den Dickdarm und das Wasser kommt auch eben in etwaige Schleifen und Schlingen hinein. Wenn man das von Zeit zu Zeit macht, auch im Zuge eben einer Fastenkur, dann ist das einfach was Angenehmes und Gutes und man wird merken, dass die Verdauung auch besser flutscht, wenn das Rohr sauber ist. Nun ist es aber so, dass die ganze Fastenszene in den USA zeigt, dass das Fasten auch ohne Darmentleerung möglich ist. Dort ist das nämlich nicht so traditionell verankert und es ist auch irgendwo ein Tabuthema, alles was so mit Darm zu tun hat offensichtlich. Das hat der Professor Walter Longo, das ist ein Fastenforscher aus den USA, einmal in einem Interview gesagt, dass es mit den Amerikanern nicht so leicht ist, über Darmentleerung und Einläufe überhaupt zu sprechen, und es wird nicht so angenommen. Mag sein, dass das jetzt bei Einzelnen nicht der Fall ist, aber so im Großen und Ganzen, sagt er, wird dort gefastet ohne großartige Darmentleerungsmaßnahmen. Und sie haben aber auch die guten Fasteneffekte. Also von daher könnte man mal sagen, das ist eine eher Wohlfühlmaßnahme von uns Europäern, weil wir kein Problem haben mit Darmangelegenheiten. Aber es kommt ja noch etwas dazu. Wenn man am Anfang einer Fastenkur ein, zwei Entlastungstage einhält, wo man Schonkost isst, wo man keine tierischen Produkte isst, kein Brot, kein Zucker, sondern nur gedünstetes Gemüse, Reis, Kartoffeln, und zwar in einer sehr reduzierten Menge, dann hat man beim Fasten dann nur Stoffe im Darm, die keine großen Probleme und keine Schadstoffe produzieren. Wenn man hingegen ein Steak verdrückt am Vortag, dann liegt das im Darm und fängt an zu faulen und zu gären und es kommt zu einer Art Rückvergiftung. Der Darm resorbiert einfach, das ist ja seine Aufgabe, das alte, faule Standteile, die da das Fleisch abgibt, wieder, nimmt der Darm wieder auf. Und das ist natürlich sehr nachteilig, logischerweise. Das ist kontraproduktiv. Das heißt, wenn man eben komplett auf die Darmentleerung verzichtet, ist es umso wichtiger, diese Entlastungstage einzuhalten. Da habe ich auch ein Video dazu aufgezeichnet und in meinem Fastenbuch beschreibe ich das ganz genau mit Rezepten, den Ablauf eines Entlastungstages. Besser sind zwei. Und man kann es aber auch kombinieren. Darmentleerung, also Entlastungstag und Darmentleerung und Einläufe. Das ist dann der Musterschüler der Fastenden. Ich habe das sehr gern. Also ich persönlich verzichte auf die Einnahme eines oralen Abführmittels mittlerweile. Also ich habe Zeiten gehabt, da habe ich das sehr gern gemacht. Also ich habe da so einen Abführtee genommen. Also Sennesblätter und Faulbaumrinde war da drinnen. Je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich das auch heute noch manchmal. Aber so im Großen und Ganzen faste ich ohne orales Abführmittel und mache nur Einläufe. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen bei den Methoden. Da habe ich aber wiederum separat an anderer Stelle darüber geschrieben. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Auf die Methoden an sich möchte ich heute nicht eingehen. Vielleicht nur den Unterschied zwischen eben dem Einnehmen des oralen Abführmittels und den Einläufen. Ein Einlauf betrifft nur den Dickdarm, also man spült oder man leitet Wasser in den Dickdarm ein und das Wasser, wenn es wieder rauskommt, nimmt
alle möglichen Ablagerungen und Absonderungen eben mit. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, wenn man ein orales Abführmittel einnimmt, wieso muss ich dann eigentlich noch Einläufe machen? Es ist so, wenn ich jetzt, Glaubersalz ist das gängigste Abführmittel, was man einnimmt, oder Bittersalz, wenn man das jetzt zu sich nimmt, kann man sich, also das wirkt recht gut und sehr, sehr stark. Also bei empfindlichen Gedärmen würde ich das gar nicht empfehlen. Ich vertrage es zum Beispiel nicht. Aber für die meisten Menschen ist das ein gutes Abführmittel beim Fasten. Wenn man das jetzt einnimmt, dann hat man innerhalb von 2 Stunden meistens die Entleerung, aber man ist nicht vom Magen abwärts dann leer, also es bleiben immer noch Reste zurück. Es ist nämlich auch ein Abführmittel, was nur im Dickdarm wirkt, über Osmose. Und alles, was zu dem Zeitpunkt noch nicht im Dickdarm war oder an den Anfangsabschnitten, das bleibt einfach noch drinnen. Das heißt, ihr werdet dann merken, vielleicht noch 2, 3 Tagen, dass es rumort und dass vielleicht der Stuhlgang noch einmal passiert. Ihr merkt einfach, da ist noch was drinnen. Dann kann man entweder ein zweites Mal Glaubersalz einnehmen, da wird man dann staunen, was da noch alles herauskommt, oder man belässt es bei dieser einmaligen Einnahme und arbeitet dann mit Einläufen, die aus meiner Sicht und Erfahrung viel, viel schonender sein. Ja, es ist nur Wasser, was hineingeht und wieder hinaus. Wobei man kann auch mit Tees Einläufe machen, auch mit Kaffee. Kaffeeeinläufe, da habe ich einen Artikel dazu, den verlinke ich euch gern, sind zu empfehlen, wenn man zum Beispiel Migräne hat, das ist schmerzstillend. Wenn man Migräne, wenn man spürt, es kommt das Kopfweh oder wenn man beim Fasten auch Rückenschmerzen hat. Ein Kaffeeeinlauf kann man wirklich bei allerlei Schmerzen probieren und es ist auch sehr, sehr gut für die Leber. Mir hat da auch einmal jemand erzählt, eine Dame, die Alkoholiker begleitet beim Entzug, dass sie sehr viel mit Kaffeeeinläufen da arbeitet, dass sich die Leber dann viel, viel schneller regeneriert und die Symptome des Entzugs auch milder sind. Also das jetzt nur am Rande, aber grundsätzlich der normale Einlauf ist mit handwarmem Wasser und ist einfach sehr schonend. Wenn man jetzt auf die orale Einnahme des Abführmittels verzichtet, kann man eben auch mit täglichen Einläufen noch 3, 4 Tagen ebenfalls einen leeren Darm erreichen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber das ist eigentlich Geschmackssache. Ja? Wenn man nur Abführmittel nehmen möchte, also am Anfang einmal und in der Mitte einmal, ist das okay. Und wenn man nur mit Einläufen arbeiten mag, ist das okay. Und wenn man beides kombiniert, ist das auch ganz wunderbar. Und wenn man nichts dergleichen machen möchte, habe ich euch gerade gesagt, dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man 2 Entlastungstage mit Schonkost zumindest macht. Das Ganze betrifft jetzt eine Heilfastenkur von einer Woche oder mindestens ein paar Tagen, wo man nicht isst. Wenn ihr eine Art des Heilfasten macht, wo ihr esst, also zum Beispiel Basenfasten oder FX-Meyer-Kur, dann ist es sowieso anders. Dann ist die Chance hoch, dass der Darm sowieso weiterarbeitet. Vielleicht oft sogar noch besser, weil man recht ballaststoffreich isst und dann ist das eh kein Thema. Aber man kann auch bei diesen Kuren kombinieren, gerade bei der FX-Meyer-Kur ist oft das Bittersalz dabei. Da gibt es verschiedene Methoden, ganz einfach. Beim Intervallfasten, also zum Beispiel, wenn man einfach nur 18 Stunden nicht isst, die 8 oder 16 Stunden, die 16-8-Methode betreibt, dann ist das meistens sowieso eine Sache, die man in den Alltag integriert. Da würde ich von Abführmitteln sowieso absehen, also würde ich da nicht einnehmen. Wenn man von Zeit zu Zeit einen Einlauf macht, ist das sowieso aus genannten Gründen von Vorteil. Und ja, ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, bitte in den Kommentaren oder bei uns im Heilfastenforum. Da tauschen sich Fasteninteressierte aus und ich beantworte auch die meisten Fragen, wenn sie an mich gestellt sind. Sehr ausführlich behandle ich das Thema Darmentleerung auch in meinem Buch Einfach Fasten, weil ich gemerkt habe, dass ob das meine Seminarteilnehmer sind oder die Menschen, die im Forum schreiben, dass ein sehr heikles Thema ist, wo es dort und da immer wieder mal Probleme oder beziehungsweise Fragen gibt. Und darum ist das ein sehr zentrales Thema auch in meiner Anleitung zum Fasten. Schaut noch in die Infobox unter das Video, da sind noch hilfreiche weiterführende Links drinnen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.